Willkommen zu einer herbstlichen Hundevermittlung und das mitten im August. Wir fangen auch gleich an und zwar mit dem Terrier-Mix Zoni. Der Zoni ist am 1.11.2017 geboren und seit August 2018 bei uns im Tierheim. Er kam aus einer Vermittlung zurück. Silke, was haben wir zu diesem wunderhübschen Rohdiamant an tollen weiteren Informationen? Ja, Zoni braucht auf jeden Fall noch viel Erziehung. Er kann noch keine Grundkommandos, also Sitz klappt schon ganz gut, aber das war es dann auch schon. Er ist sehr distanzlos und er umklammert einen auch gerne, um halt wirklich so die volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Ne? Der muss jetzt in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Und man muss ihm seine Grenzen ganz klar auch aufzeigen. Natürlich. Der ist 8 Monate alt, ja. Also 9, ja. Genau. Ne? Ja, der muss sozusagen das Einmaleins des Hunde-ABCs lernen. Auch. Ne? Ja. Also er ist gut verträglich mit Artgenossen und natürlich auch total verspielt. Aber er kann toll an der Leine gehen. Ja, wenn nicht zu viel Ablenkung. Ne? Denn er ist wirklich sehr neugierig und wispelgierig und guckt immer, was ist da, was ja, ist jetzt hier? Ist Hunde draußen die ganze Zeit am Gucken. Ja. Wenn man ihn aber runterfährt, ne, dann ist er wirklich sehr anhänglich und verschmust. Er will ja dann wirklich auch gefallen. Er kam ja auch immer gleich zu uns, ja, was soll ich machen? Oh ja, schmust mit mir. Er will nur gefallen, ja. Wie wahr. Hm. Wir denken daher auch, dass hundeerfahrene Kinder so ab 10 Jahren durchaus okay wären. Ja. Und es sollten generell hundeerfahrene Halter sein und oder man sollte auf jeden Fall eine Hundeschule besuchen. Hannover Airport, hier fliegt der Norden. Grundsätzlich ist das wirklich ein absoluter, gut gelaunter Jungspund, ja, der einfach die Welt kennenlernen möchte. Genau, ne? Und der ganz viel Power hat und ganz viel Energie und ja. Uns hat er auf jeden Fall sehr schnell ein Grinsen ins Gesicht gezaubert. Vielleicht geht es euch ja auch so, nachdem ihr diese Bilder gesehen habt. Dann ruft einfach mal im Tierheim an und erkundigt euch, was es zu Zoni vielleicht auch an weiteren Informationen gibt. So. Zoni, du Eumel. Du bist ein Süßer. Komm hier. Du weißt du, das lässt du dich denn immer so ablenken. Was denn? Ja. Oh, du bist so ein. Küssen tust du auch, ne? Mensch, lässt du dich so ablenken, ne? Alter. Jetzt stellen wir euch die Dasha vor. Die Dasha, ein altdeutscher Schäferhund, die 2007 geboren ist, also 11 Jahre alt ist und seit Mai bei uns im Tierheim aus persönlichen Gründen des Halters. Ja, was haben wir denn zu der anfangs sehr skeptischen, bei Fremden zumindest, Hündin an weiteren schönen Informationen? Ja, bei Vertrauen ist nämlich das Gegenteil. Dann ist sie wirklich anhänglich, verschmust und auch freundlich. Ihre Menschen hat sie gerne um sich, die sie kennt? Ja, und sie ist keine begeisterte Spaziergängerin. Ja, das ist nicht so ihr Ding. Nee, überhaupt fühlt sie sich in fremden Situationen und in fremder Umgebung nicht wohl. Ne? Also auch hier ist jetzt ein bisschen, was soll ich hier? Die ist verträglich mit Artgenossen, legt aber keinen großen Wert auf sie. Hey, genau. Sie möchte, können ihr gestohlen bleiben. Naja, sie möchte einfach von denen nicht bedrängt werden. Ne? Die können so da nebenher rumlaufen, aber so halt. Etwas dickköpfig ist sie. Ja. Durchaus wachsam. Das kommt was dahinterher. Ja, deswegen sollten es schon erfahrene Halter sein. Ne, die ihr halt auch vermitteln können, dass sie alles im Griff haben. Keine Kinder, Teenager wären okay. Ja. Dasha hat ein vergrößertes Herz, das heißt, sie bekommt 2-mal täglich eine Tablette. Und sie hat auch eine Bindehautentzündung. Das kann sein, dass die schon chronisch ist. Sie bekommt Augensalbe, eventuell sogar lebenslang. Wir suchen für sie, weil sie ja nun inzwischen 11 Jahre alt ist, ein ruhiges und auch ebenerdiges Zuhause mit geregeltem Tagesablauf. Genau das wünscht sie sich, ja. Und natürlich, klar, haben wir schon gesagt, bei erfahrenen Haltern, die Dasha, jetzt hat sie sich so wunderbar drapiert und zeigt sich von ihrer besten Seite. Das wäre ein Interesse an einem altdeutschen Schäferhund. Die Dasha wartet bei uns im Tierheim auf ein neues Zuhause.
Jetzt kommen wir zu den Hunden, die aufgrund der Hundevermittlung vom Vormonat vermittelt wurden. Und das sind immerhin 4 von 5. Ja, die zeigen wir euch noch mal kurz im Bild. Der tolle Charlie hat ein neues Zuhause gefunden. Ja, der temperamentvolle Rocket. Der freundliche Theo. Und der bildhübsche Goofy. Die haben alle ein neues Zuhause. Und da drücken wir natürlich Haltern und Hunden ganz fest die Daumen. Ne? Dass es viele schöne gemeinsame Jahre werden. Nur eine Hündin wurde nicht vermittelt, was mich eigentlich wundert. Und zwar die Double-Doodle-Hündin, die bezaubernde Lizzie, wartet bei uns im Tierheim noch auf ein neues Zuhause. Also unbedingt noch mal anschauen. Die Lizzie müsst ihr euch noch mal angucken. Also, dass die noch nicht vermittelt ist, wundert mich. Muss ich zugeben. So, können wir weitermachen, ne? Auf geht's. So, mit dem Don geht es weiter, der sich jetzt etwas ungewöhnlich bei Silke angebuckt hat. Wir sind Freunde. Ihr seid Freunde, der Don und du. Der Don ist 2017 geboren. Man sieht, es ist ein Chihuahua-Mix. Oh, habe ich nicht versprochen. Ein Schäferhund. Seit Februar bei uns im Tierheim. Ja, die Halter waren überfordert und auch ein bisschen unerfahren. Und dann klappte es mit dem Don nicht. Silke. Ja. Also der Don ist auf jeden Fall verträglich mit Artgenossen, sowohl Rüden als auch Hündinnen. Und er wäre wirklich gut auch als Zweithund geeignet. Aber? Ja, aber, und das muss man wirklich sagen, er pöbelte anfangs massiv an der Leine. Und zwar bei jeder Hundebegegnung. Und er hat es aber im Tierheim wirklich schnell gelernt und kann inzwischen auch anständig an der Leine gehen. Dennoch denken wir, dass er in neuer Umgebung kann dies bestimmt noch mal zum Thema werden mit seinem neuen Besitzer. Der Don ist sehr menschenbezogen, geht offen und freundlich auf jeden zu. Ja. Der ist verschmust. Jetzt hier sind so viele Hunde, deshalb ist er etwas unruhig. Der ist anhänglich. Ja. Ja, und bildschön. Bildschön ist er. Bildschöner Schäferhund. Genau. Ist er. Er will halt wirklich wissen, was er zu tun hat. Er ist sehr gelehrig, er ist folgsam und er kann nach Eingewöhnung und natürlich entsprechender Auslastung auch stundenweise alleine bleiben. Ja. Er kennt Kinder ab 6 Jahren durch seine Paten. Die gehen immer mit 2 Kindern, sind beides kleine Kinder. Das klappt alles wunderbar. Ja. Bleib hier. Ist gut. Und er kann wirklich in den richtigen Händen, kann er wirklich ein richtig toller Familienhund werden. Er hat leider leichte bis mittelgradige HD, das heißt, er benötigt ein ebenerdiges Zuhause. Ja. Und er möchte aber mehr erleben, als jetzt nur am Gartenzaun aufzupassen. Ne? Ja, auf keinen Fall. Ja. Ja, wir suchen auf jeden Fall erfahrene Halter, die konsequent. Ja, und gelassen, ne? Sich durchsetzen. Ganz wichtig. Und dann ist er wirklich ein entspannter und freundlicher Begleiter. Ja, leg dich mal. Jetzt ist er. Zu Papa. Da, das war er, Don, weg ist er. Der Tierpfleger, jetzt wird erstmal mit dem Tierpfleger geschmust. Ja. Oh, endlich gerettet. Weitere Infos zu Don gibt es natürlich bei uns im Tierheim. Der Tobi hat seinen Ursprung in Polen. Der Mischling, der 2015 geboren ist, ist seit März bei uns im Tierheim, da er auf Bedrängnis eines Kindes zugebissen hat. Und du hast ja gesagt, Obacht. Ein bisschen Obacht muss man geben, Also erstmal musste er daraufhin einen Wesenstest machen. Den hat er auch gemacht und den hat er auch bestanden und er ist auch von der Maulkorbpflicht befreit. Dennoch müssen natürlich die neuen Halter einige Auflagen erfüllen. Polizeiliches Führungszeugnis. Unter anderem. Ne? Ja. Und sollten auf jeden Fall auch erfahren sein. Er hat ein gutes Grundgehorsam, geht auch brav an der Leine. Ja. Er ist gut verträglich mit Artgenossen, ärgert sie aber gerne und nimmt sie nicht so für voll manchmal. Er ist stubenrein, er kann stundenweise alleine bleiben. Aber er kommt halt in Situationen, wo er keinen Fluchtweg hat. Damit kommt er wirklich schlecht zurecht. Ne? Also er braucht immer genügend Raum. Ne? Und deswegen lassen wir ihn auch da sitzen und machen es jetzt hier auch nicht zu eng. Ne? Wenn er von selber kommt, ist das gut. Man darf ihn nicht bedrängen. Ne? Genau. Was haben wir denn noch Hübsches?
bei seiner Bezugsperson ist er sehr schmusig und auch sehr duldsam. Auf jeden Fall. Und hundeerfahrene Jugendliche ab 16, die damit umgehen können, wären auch kein Problem. Sollten auf jeden Fall hundeerfahren sein, ganz wichtig. Genau. Auf jeden Fall muss man auch sagen, bei Fremden oder wenn Besuch kommt, dann braucht Tobi natürlich entsprechende Ausweichmöglichkeiten. Ne? Ja, das ist auch wirklich ganz wichtig. Mhm. Gesucht werden souveräne und erfahrene Halter, ist wirklich ganz wichtig. Souveräne und erfahren sollten sie wirklich sein, die Tobi die nötige und auch wirklich wichtige Sicherheit geben, damit es sich unter Umständen mal zu Problemen kommt. So sieht das aus. Der bildhübsche Tobi wartet bei uns auf ein neues Zuhause. Weitere Infos gibt es natürlich bei uns im Tierheim. Es ist so einfach, Hundefutter im Wert von 100 Euro zu gewinnen. Und die Vormonatsgewinnerin Sanela Fehlberg mit M-Steph Ares hat uns ein Bild geschickt. So viel Futter hat Animonda an die Sanela geschickt. So, dafür müsst ihr natürlich mitmachen. Und wir zeigen euch mal einige, die in diesem Monat mitgemacht haben. Mit den Bildern und den entsprechenden Infos. Sisicke, willst du anfangen? Ja. Marie nimmt auch diesen Monat am Gewinnspiel teil und hat uns schöne Fotos von Django und Hazel geschickt. Was wäre das Tierheim TV Gewinnspiel ohne Christine und Matti? Auch diesen Monat bedanken wir uns für eure Teilnahme. Kevin und Valentina haben uns viele schöne Fotos von Beppo geschickt. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an unseren Beppo. Und nach langer Zeit mal wieder ein Update von Familie von Herzberg sowie Lady und Toni. So, ich mische mal. Ne? Und ich sage noch mal die Regeln, damit ihr mitmachen könnt. Mitmachen könnt ihr, wenn ihr ein oder mehrere Fotos, gerne mehrere Fotos oder auch einen kurzen Clip, schickt mit ein bisschen Infos zu eurem Hund und zu euch und schickt das an Tierheim TV, unten eingeblendet, tierheim-hannover.de. Und wichtig, den Satz vervollständigen, ich gucke Tierheim TV, weil. So, und ich ziehe jetzt und ich nehme mal den untersten. Da haben wir den oder die Gewinnerin auf dem Kopf. Okay. Gewonnen hat die Marie Weimann mit Django und Hazel. Und sie schreibt, ich gucke Tierheim TV, weil es eine tolle Sendung ist, ich mich an den Tieren erfreue und gerne dabei helfe, dass sie ein Zuhause finden, indem ich Freunden vorschlage, die ein Tier suchen, sich doch mal bei euch umzuschauen. Ja. Marie, Animonda setzt sich mit euch in Verbindung, damit das Futter genau auf Django und Hazel abgestimmt wird. Mitmachen beim Tierheim TV Gewinnspiel. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Das ist, man sah es ja vorhin, 100 Euro Hundefutter, das ist eine ganze Menge. Weiter geht's. Der letzte Hund, den wir euch heute ans Herz legen wollen, ist der Mando. Der Mando ist 2009 geboren, ein Beagle-Bracken-Mix. Der ist seit Juni bei uns im Tierheim, weil der Halter verstorben ist. Und der Mando ist so ein bisschen heute ein bisschen Schlaftablette. Liegt daran, dass er über 2 Stunden mit seinen Paten schon unterwegs war. Ist so ein bisschen träge. Eigentlich ist er nicht so träge, das muss man wirklich sagen. Ja, ne? Genau. Nee, das reicht jetzt eigentlich für heute, das hat er gesagt. Er lebte bisher auf dem Hof und der Scheune. Er ist auf jeden Fall verträglich mit Hündin. Also da ist er wirklich ganz galant und Gentleman. Ne? Bei Menschen ist er anfangs ein bisschen unsicher. Ja, aber er ist inzwischen schon gut aufgetaut. Das heißt, also er freut sich auch wirklich über Streicheleinheiten, ne? Von, so, und schmust dann auch gerne. Gerade bei Personen, die er kennt, ist er sehr, sehr schmusig. Ja. Er geht gerne spazieren. Ja, auch lange spazieren, wie gesagt. Jugendliche wären okay, die verstehen, dass er einfach auch so Zeit und Ruhe braucht. Ist ja auch schon ein kleiner Senior. Meine Hündin ist auch gerade 9, die ist überhaupt kein Senior, das kannst du so nicht sagen. Ich habe auch nur gesagt, ein kleiner Senior. Der kann stundenweise alleine bleiben und in Stuben rein, um den Senior jetzt wegzunehmen. Ja. Dennoch kann es natürlich in der Anfangszeit sein, dass er im neuen Zuhause markiert. Ne? Er kennt eben die reine Haushaltung nicht. Ne? Wir suchen Halter mit Erfahrung und Geduld. Ja.
Ja, die diesem tollen Kerl einfach nochmal eine andere Seite des Lebens zeigen, ne? Und er ist heute wirklich müde. Und wenn ihr ihn kennenlernen wollt, den Mann, dann werdet ihr sehen, da zeigt er sich auch etwas aktiver. Aber ich glaube, der ist wirklich platt heute. Ja, ne? Genau. So ja. 2 Stunden ist ja auch relativ warm draußen, draußen gewesen. Jetzt möchte ich auch ganz gerne so meine Ruhe haben. Genau. Man merkt es, er liegt ja jetzt ins Bettchen. Genau. Der letzte Hund diesen Monat, Mando, sofern Interesse an diesem hübschen Beagle-Bracken-Mix. Weitere Informationen gibt es bei uns im Tierheim. So, und für die Zuschauer auf H1 ganz schnell noch die Termine. Am 21.09. gibt es ein Tierschutzmagazin von 20 Uhr bis 20.30 Uhr und eine Woche später am 28.09. von 7:45 bis 8:45 exklusiv auf H1 eine neue Hundevermittlung, sofern ihr diesen Monat nicht den passenden Hund gefunden habt. Ja, so sieht das aus. Verabschieden wir uns, ne? Auf jeden Fall. Von unserer herbstlichen Augustvermittlung. Das war's diesen Monat. Bis dann. Tschüss. Tschüss.